Call of Duty, Battlefield, Krunk.io, all das sind Shooter-Games. Doch es gibt ein Problem an der Sache. Sie sind viel zu teuer. Und deswegen suchen wir heute nach dem billigsten Shooter-Game. Das war eine schlechte Idee. Als ersten krassen Shooter haben wir Ape War. Und wir gucken uns mal das Spiel an. Wir haben hier Panzer, wir haben hier Affen. Shooter Skins scheinbar. Affen mit BMW. Und wir gucken uns mal den Trailer an. Okay. Also irgendwie kann man nicht vernünftig aimen. Und kaufen. Das Ganze hat nicht mal einen Gigabyte. Wir drücken auf Spielen und jetzt geht's los. Made with Unity. Natürlich. Hans Link. Wir machen einmal Team Deathmatch. Ist das jetzt ein Online-Shooter? Ich dachte, das wäre irgend so ein Trash jetzt. Wir haben hier diesen Monkey. Hab eine AK. Okay, also ich kann einmal so shooten, dann kann ich auch so zielen. Ich kann rennen. Wir shooten den da oben mal weg. Einen haben wir weg. Warum ist das Spiel actually kinda good? Oh, das ist mein Teammate. Das sieht aus, als würde man Fortnite mit Cheat spielen, Digga. Hey, komm, dann Monkey, machen wir da hinten weg. Weg mit dem Monkey. Weg mit dem Monkey. Können wir vielleicht die... Ah, das ist mein Teammate. Oh mein Gott, wir haben auch noch eine Pistole. Hey, wir haben hier auch noch eine... Okay. Bunk. Ah, ist das ein Gegner? Ja. Oh, okay. Wir nehmen die Glock. Dann haben wir noch ein Knife. Okay, das ist auch... Wow, wie man hüpfen kann. Boah, wir haben ihn Knife killed. Ja, guck mal. So weit springe ich damit. So weit springe ich damit. Und mit Knife springe ich, glaube ich, weiter, oder? Kann das sein? Ey, das Spiel ist gar nicht, actually, gar nicht so schlecht. Hier gibt es ein bisschen Action. Ich habe das Gefühl, dass das hier gerade alles Bots sind, weil die treffen echt schlecht. Ja, wir versuchen, einen mit der Kanone wegzuschießen. Haha, Bonk. Und jetzt... Boah, da unten sind richtig viele. Ich clean jetzt hier alles. Weg mit dem. Da hinten ist das Team wieder gespawnt. Wir gehen jetzt dahin. Ich mache einen Ace. Ich komme hier nicht hoch, richtig. Verdammt. Da hinten ist einfach ein Panzer. Können wir uns ihn schnappen? Oh mein Gott. Das ist crazy. Wir überfahren ihn einfach. Tschüss. Boah, Alter, das ist brutal. Boah, da hinten sind, glaube ich, die Gegner. Die werden jetzt kassieren, Alter. Guck dich das an. Boom, Alter. Und nachladen und... Boom, Alter. Ich gucke jetzt doch einmal, ob wir noch andere Waffen auswählen können oder sowas. Wir haben hier nämlich einmal die AK als Primary Weapon. Können wir als zweite eine Sniper nehmen? Geil. Dann nehmen wir anstatt diese goofy Kanone, nehmen wir gar nichts. Wir müssen die nehmen, okay? Hier ist auch richtig die Monkey Party, Alter. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Free for All und dann gucken wir, ob wir mal ein paar echte Spieler ranbekommen. Ja, wir haben jetzt einmal das Stückchen hier. Quickscope. Alter. Wir nehmen hier, machen hier einmal Bunk, dann machen wir hier. Oh, ich war in der Wand. Den weg. Oh mein Gott, ich snack mir die ja alle weg. Oh. Es ist brenzlig. Ich gebe mir Knife rein. Nein. Nein, ich darf nicht sterben. Ja, let's go, nicht mit mir. Ey, das Spiel hat Potenzial groß zu werden. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist ein Banger hier. Boom. Boom. Ich kann nicht mehr angreifen, Leute. Die Controls funktionieren nicht mehr. Lass mich mal killen. Funktioniert es jetzt wieder? So wie bei Fortnite. Nicht Gubi Fortnite. Das nächste Game, was wir haben, ist Police Shootout. Und das ist von 15 Euro auf 2,21 Euro runterkommen. Deswegen, mal, wir gucken uns das vorher nochmal an. Okay, wir haben hier einmal den Polizisten. Okay, sieht aus wie so ein Simulator eigentlich eher, anstatt wie ein Shootout. Gehen einmal rein in den Trailer. Okay, das ist extrem laut. Holy. Confront Criminals. Okay. Und kaufen. Ich werde arm. Das Spiel hat ganze 7,74 Gigabyte. Okay. Aber vorher habe ich noch ein kleines Horrorspiel. Und zwar, das ist das Horrorspiel, was ich täglich sehen muss, weil so viele von euch nicht abonniert haben. Also drückt einmal jetzt auf den Abo-Button und macht auch die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön. Es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. So dieses Szenario sieht eigentlich cool aus, bin ich euch ehrlich. Dann würde ich sagen, wir machen auf neues Spiel. Auf chillig, Training, starten, rein da. Ich hab Bock, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich muss mit dem Ausbilder sprechen einmal hier. Ja, komm. Laber mich nicht voll. So. Was machen wir hier? Was machen wir? Vielleicht hätte ich doch zuhören sollen. Ich finde es auch richtig gut, dass das Erste, was ich hier lerne, in meiner Polizeiausbildung ist, wie ich schieße. Das sagt auf jeden Fall einiges über die US-Polizei aus. Hallo. Warum bin ich so langsam? Also ich soll jetzt hier... Ah ja, okay. Okay, ich kann so ein bisschen pieken, dann renne ich hier mal hin. Okay. Dann schieße ich ihm mal ins Bein. Oh. Ey, das ist aber ein bisschen tricky. Kann ich nochmal schießen? Oh, dann renne ich mal hier hin, bücke mich und jetzt schieße ich. Snipe bloß vorsichtig. Boot! Bang!
Bam, Junge. Warum soll ich denn nochmal? Ach, das war das ganze Training jetzt. Und drücke E, um das zu verwenden. Ich finde es ein bisschen dumm mit diesem Schießen hier. Bro, das ist mega goofy. Ich ziele legit da drauf. Wir sind hier. Wir bekommen jetzt einen Job oder so. Was ist hier denn los? Warum hat der hier einen Laptop? Hier unter seinem Motor bei der Fahrt? Ja, juckt nicht. Ich kann jetzt hier raus. Was ist hier los? Wer will Stress? Oh, ein Autocrash. Oh mein Gott, kann ich jetzt hier... Was zur Hölle war das? Werden die ausgeraubt? Oder weil ich hier eine Waffe gezogen habe? Warum sind die weggerannt? Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Gun, aber ich kann die nicht benutzen. Warum? Was ist mit ihm los? Please don't speak out loud. They're still here. Oh oh. Ja, es gibt Action. Okay, let's go. Also es gibt hier Action, es gibt hier Hackmack. Oh, oh mein Gott. A cop? Oh. You think the Detroit bosses are afraid of dogs? Jo, er will mich shooten. Boom, Junge. Wir gehen hier für Protection. Endlich gibt's hier mal... Oh nein. Endlich gibt's hier mal Action, Leute. Boom, Junge. Er trifft mich nicht. Oh, er trifft mich doch. Jetzt bist du down. Nein. Boom, Junge. Ah. Boom, Alter. Oh, weg mit der Waffe. Da ist noch einer. Okay, Leute, jetzt gibt's Action hier im Kaufland. Kaufland, Bombe. Bam, Alter. Hier hinter für Protection. Wie auch immer die sich das vorstellen in Real Life. Wir ducken uns sogar noch. Goofy. Geben ihm Headshot. Clean Headshot. Und... Wow, verdammt. Wir ducken uns. Bam, Alter. Wir ducken uns wieder. Der checkt gar nichts. Und bam, Digga. Weg ist er. Und ich nehme die Gun. Juckt. Ja, juckt mich nicht. Hä? Er versucht abzubauen. Warum versucht er abzuhauen? Ach so, der... Ach so, ich dachte, der haut ab. Gibt es hier jetzt noch Leute, die Hackmack wollen? Ja, wir können hier jetzt eigentlich nur nach Hinweisen und alles suchen. Bin euch aber ehrlich, Leute, ich war hier eigentlich nur, um ein bisschen die Leute abzuknallen. Und deswegen switchen wir jetzt zum nächsten Spiel. Kaufland, ein Kaufland hier. Das Beste kommt zum Schluss. Und zwar testen wir jetzt Engelhaft-Zerstörer. Man hat einen Katana, man hat ein Auto und was zum Schießen. Und es gibt auch ein Video, das gucken wir uns an, den Trailer. Der muss jetzt aussagekräftig sein. Jetzt machen wir mal einmal den Stirnkauf. Boots, wir kaufen diesen Müll. 2,5 Gigabyte. Das Spiel hat fertig runtergeladen und ihr wisst, wie immer, ein bisschen Wasser trinken, Leute. Wenn du da jetzt nicht den Fortnite-Trinksound eingeblendet hast, dann weiß ich auch nicht mehr. Und zwar müssen wir immer zusammen ein bisschen Wasser trinken, damit wir diese Spiele hier aushalten. Anime Studio. Exciting Game. Sonic Alpha. Okay, es gibt tatsächlich sogar Deutsch. Warum ist hier so eine Horrormucke? Spiel spielen. Möglichkeit. Personal. Ausfahrt. Ausfahrt. Oh mein Gott. Man muss tatsächlich hier einfach alles zerstören und dann Punkte bekommen. Alter, heißt es auch mal. Warte mal. Ich muss auf Möglichkeit und ich muss dieses Spiel leiser stellen. Das ist so... Ich mach die Musik, oder? Nee, ich lass sie an. Aber heilige Scheiße, ich muss das... Ey, das war so laut. Okay, neues Spiel. Jetzt aber. Ey, wenn mir... Diese Musik wird einfach nicht leiser. Also, man kann die Musik irgendwie nicht leiser machen. Deswegen mache ich die Musik mal off. Neues Spiel und jetzt bitte... Okay. Also es geht jetzt darum, dass ich Häuser und so Sachen zerstöre. Wir haben hier einmal so ein Rocket Launcher-Ding. Okay, 30 Punkte für das Haus. 30 Punkte für das Ding. Was haben wir hier noch? Eine Pistol. Okay, das ist ja komplett kacke. Dann haben wir noch ein Katana. Okay, easy. Wir warten, bis die Polizei mal kommt. Oh, Alter, wer entwickelt sowas? Ey, diese Musik ist so anstrengend. Ich würde sagen, ich zerstöre mir hier so ein paar Sachen und dann gucken wir mal, ob die Polizei kommt. Den Shotgun habe ich auch, okay, aber die bringt halt einfach nicht wirklich was. Eine AK habe ich auch, okay. Nee, unten ist es eine AK auf dem Bild, aber hier ist es eine M4. Ja, perfektes Spiel, Digga. Okay, da ist die Polizei. Wir nehmen einmal die Pistole. Oh, wir kriegen Schaden, okay. Hä? Hallo? Der macht gar keinen Damage. Okay, jetzt. Okay, wir haben es geschafft, die Polizei zu besiegen. Ich weiß auch nicht, ob wir gestorben wären, ob das überhaupt geht. Ja doch, wir haben Health Points. Motorräder in einer Reihe. Ja, okay, das ist cool. Ja, das ist cool und so. Was passiert? Was passiert, wenn wir sterben? Wir fallen um und machen einen Harlem Shake. Geil. Also Leute, dieses Spiel hat wirklich den Preis gewonnen für das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und das meine ich komplett ernst. Wenn ihr noch schlechte Spiele oder Simulatoren oder was auch immer habt, dann schreibt jetzt in die Kommentare eure Vorschläge und ich werde die dann im nächsten Steam-Spiele-Video, was auch immer, testen. Guckt euch jetzt hier an, wie ich die billigsten Steam-Spiele getestet habe. Bis zum nächsten Mal. Euer Hahnlink. Danke fürs Zuschauen und ciao.